Yakari und großer Grauer. Wohl an. Möge uns das Gewitter das Fest der Sommersonnenwende nicht verderben. Alle Pferde sind in großer Angst davor. Ja, dann wären wir gezwungen, das große Rennen abzusagen. Welche Enttäuschung für die Kinder. Seien wir zuversichtlich. Ja, ja! Los, Regenbogen, noch schneller! Ja, ich versuch's ja! Ja! Vorsicht, da vorne! Juhu! Nein! Nein! Oh. Alles in Ordnung, kleiner Donner? Ja. Entschuldige, großer Grauer. Es war meine Schuld. Ich hatte Angst zu stürzen. Wieso, Regenbogen? Ist doch nur ein Baumstamm, nichts weiter. Ich weiß, aber... Oh, es ist ein Fehler, bei diesem Rennen mitzumachen. Ach was, nein. Es ist für dich eben das erste Mal. Da hast du Angst. Aber es klappt. Du wirst sehen. Also gut, großer Grauer, dieses Mal verlasse ich mich ganz auf dich. Auf drei! Eins, zwei, drei! Was ist denn los? Kann es sein, dass du dich plötzlich fürchtest? Großer Grauer hat auf das Rennen auch keine Lust. Egal, ich gebe auf. Nicht, Regenbogen, warte! Oh, nicht doch! Ihr habt es doch gesehen. Wir sind nicht bereit dafür. Das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich, so schnell aufzugeben. Sie hat einfach Angst zu verlieren. Was sonst? Großer Grauer hat sein Selbstvertrauen verloren. Das Gewitter. Hä? Vielleicht ist es das Gewitter, das ihm so Angst macht. Großer Grauer? Es ist meine Schuld, dass Regenbogen den Lauf abbrechen musste. Ich habe sie enttäuscht. Nein, sag doch sowas nicht. Lassen wir ihn. Morgen ist ein neuer Tag. Oh, Vater. Nur du allein kannst mir meinen Mut wiedergeben. Großer Grauer? Yakari! Na, was ist denn? Yakari, großer Grauer ist verschwunden und vielleicht kommt er nicht mehr zurück. Er fühlt sich zu nichts mehr nütze. Großer Grauer ist fort. Ich habe es im Traum gesehen. Oh, und ich bin schuld, denn ich habe ihn mit meiner Angst angesteckt. Das Gewitter kommt näher, das erschreckt ihn noch mehr. In meinem Traum folgte großer Grauer dem Wind. Wir suchen ihn. Lasst uns aufbrechen. Die Strömung ist viel zu stark. Es geht nicht anders. Und ich komme da auch rüber. Merkwürdig, als würde er auf das Gewitter zulaufen. Sonst läuft er immer davor weg. Hoffentlich geht es ihm gut. Sieh mal, wir kommen an einen Fluss. Hier hören seine Spuren auf. Dann gehen sie woanders weiter. Großer Grauer hat sicher einen Übergang gefunden. Klar. Dann suchen wir jetzt schnell das Ufer ab. Hm.
gekommen? Das verstehe ich nicht. Die Spuren können nicht einfach aufhören. Vielleicht ist er ja einfach rübergeschwommen. Durch diese Strömung etwa? Ja, genau. Er wollte sich damit was beweisen. Deswegen hören seine Spuren hier auch auf. Und er ist nicht über die Baumstämme gelaufen. Ich hoffe, er ist wirklich drüben. Suchen wir auf der anderen Seite. Ja, da sind sie. Ach, so ein Glück. Wir werden ihn schon bald finden. Folgen wir also seinen Spuren. Es war sehr mutig von ihm, den Fluss zu durchqueren. Wir müssen uns beeilen. Das Gewitter wird schon bald losgehen. Nein, das ist nicht breit genug. Das schaffe ich doch nie. Keine Angst, kleiner Donner. Du bist nicht allein. Vorhin. Er will seinen Mut auf die Probe stellen. Ja, aber so allein geht das nicht gut. Ich komme, großer Grauer. Warte, Yakari. Ich muss zu ihm gehen. Geh ruhig weiter, Regenbogen. Das schaffst du. Schau nicht nach unten. Geh weiter. Großer Grauer. Nur keine Angst. Geschafft. Siehst du, ich bin bei dir. Was für mich am allermeisten zählt, bist du und nicht das Rennen. Ich hab Schuld, dass du dich fürchtest, denn ich hab dich mit meiner Angst angesteckt. Komm jetzt. Zusammen werden wir das schaffen, genauso wie immer. Sie sind fast da. Wir haben es geschafft, großer Grauer, wir beide. Yakari, wir haben es geschafft. Bravo, kleiner Donner. Das Gewitter bricht los. Wir müssen Schutz suchen. Ich hatte so große Angst auf der schmalen Brücke und ich habe es nicht allein geschafft. Wir alle hatten große Angst. Ja, aber jetzt sollten wir hier verschwinden. Nein, ich muss erst noch zu meinem Vater. Nur durch ihn kann ich meinen Mut wiederfinden. Sein Vater ist Silberwind. Er und seine Herde leben hier oben. Silberwind? Wild und mutig. Der mutigste von allen. Er muss das jetzt tun. Es ist sein Weg, um seine innere Stärke wiederzufinden. Sein Vater. Sein Vater? Vater, ich brauche dich. Mein Sohn, ich freue mich, dich wiederzusehen. Trotz des Gewitters hierher zu kommen, ist sehr mutig von dir. Nein, mein Mut ist völlig verschwunden. Ich hatte Angst, ein Rennen zu verlieren und Regenbogen zu enttäuschen. Und am Fluss auch und auf der Brücke. Du meinst also, du wärst feige. Dann jedoch, trotz der Angst weiterzugehen, heißt mutig sein. Und genau das hast du getan. Es ist überhaupt nicht schlimm, seinen Mut zu verlieren. Glaub mir, er wird wiederkommen. Meinst du, er wird bleiben? Großer Grauer! Großer Grauer. Du bist sehr mutig, weißt du das? Hä?
Und nehmen wir trotzdem an dem Rennen teil, großer Grauer? Denn ich glaube, wir gewinnen. Ha, meinst du wirklich? Werden wir ja sehen. Nur ich glaub's nicht, kleiner Donner. Tanz des Luchses. Die Steine müssen für die Zeremonie bemalt werden. Bringt sie in mein Tipi. Da ist ja was los. Der Frühling kommt, kleiner Donner. Alle freuen sich auf den Tanz des Luchses. Der Tanz des Luchses? Was ist das? Jedes Jahr tanzt ein Auserwählter zu Ehren von Mishi-Pachu. Das ist der Geist des großen Luchses. Mishi-Pachu? Ein Luchs? Wieso? Eigentlich habe ich darüber noch nie nachgedacht. Der, der alles weiß, hat sicher eine Antwort. Bis nachher, kleiner Donner. Der alles weiß, kannst du mir sagen, warum uns ein Luchs den Frühlingsanfang verkündet? Ich werde dir eine Geschichte erzählen, die Legende vom Geist des großen Luchses. Vor sehr langer Zeit begab es sich, dass es kein Wild mehr zu jagen gab. Da träumte ein junger Sioux von einem geheimnisvollen Luchs. Ich, Mishi-Pachu, der Geist des großen Luchses, sorge für die Rückkehr des Wildes, wenn es dir gelingt, mir deinen Mut zu beweisen. Der junge Sioux machte sich auf und folgte dem geheimnisvollen Luchs tagelang. Mutig rettete er ihm das Leben, indem er ihn vor dem größten seiner Feinde beschützte. Darauf führte ihn der Luchs zu einem großen Felsen, mitten in den Weiten der Prärie. Und nun tanz für mich, junger Sioux. Und du kehrst die ganze Jagdzeit über stets mit reicher Beute heim. Das Wild kehrte zurück und der Stamm war gerettet. Und im Andenken an dieses Versprechen tanzt jedes Jahr ein junger Sioux rund um den heiligen Felsen, um Mishi-Pachu zu ehren. Schlaf gut, Yakari. Du auch, der alles weiß. Wirst du mir deinen Mut beweisen, Yakari? Kleiner Donner! Und, hast du gut geschlafen, Yakari? Ich habe die ganze Nacht von Mishi-Pachu geträumt. Nun, das ist vielleicht ein Zeichen. Wo willst du denn hin, der alles weiß? Zum heiligen Felsen. Ich muss die Zeremonie vorbereiten. Darf ich dich begleiten? Ja, mit Vergnügen. Der Stamm feiert den Tanz des Luchses rund um den heiligen Felsen schon seit undenklichen Zeiten. Und zwar lange bevor der Vater meines Vaters lebte. Aha. Oh, ich fürchte, das Gewitter verheißt nichts Gutes. Der Blitz hat den heiligen Felsen in Stücke zerrissen. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Jetzt müssen wir einen neuen Felsen suchen, denn ohne... Kein Tanz des Luchses. Und kein Wild, das wir jagen können. Unser Stamm befindet sich in großer Gefahr. Mishi-Pachu, Geist des großen Luchses, sende uns ein Zeichen. Dieser Luchs, das ist das Zeichen. Ach, das ist Mishi-Pachu. Und er hat dich auserwählt. So wie einst den Helden in der alten Legende. Zeig ihm deine Tapferkeit und er führt dich zu einem neuen heiligen Felsen.
Viel Glück, Yakari. Nun liegt es allein an dir, den Stamm zu retten. Wohin kann der Lux nur verschwunden sein? Oh, guten Tag, Yakari. Guten Tag, Schwarzschnabel. Hast du einen Lux gesehen? Ein Lux? Doch nicht hier. Hey, warte doch mal. Komm weiter. Hm? Hallo, Streifenhörnchen. Hast du in der Gegend vielleicht einen Lux gesehen? Ein Lux? Hey, wieso erschrecken sich alle so sehr? Der Lux ist eine wilde Raubkatze, Yakari. Alle Tiere haben Angst vor ihm. Pieksnadel! Alle außer mir, denn mich mag die große Katze nicht. Am wenigsten meine Stacheln. Ich habe einen Lux vorbeikommen sehen. Der wollte zu seiner Höhle. Ich zeige euch, wo sie ist. Nehmt euch nur ja gut in Acht. Er ist völlig unberechenbar. Was für ein prachtvolles Tier. Zum Fürchten. Sei vorsichtig, Yakari. Nur keine Angst. Wir sind für ihn keine Beute. Wie ist dein Name? Ich heiße Yakari. Das ist kleiner Donner. Los, ihm nach! Also, ich weiß nicht, Yakari. Ich muss doch Mishipatschu meinen Mut beweisen. Wie hoch er springen kann! Das ist die Chance, ihn einzuholen. Oh, gar nicht so einfach mit meinen Hufen. Oh. Versuchen wir es außenrum. Bist du Mishipatschu, der Geist des großen Luxes? Ja, ganz recht. Ich bin der Lux aus deinem Traum. Doch reden will ich nur mit den mutigsten der Menschen. Er kann schwimmen. Wirst du es schaffen, mir deinen Mut zu beweisen, Yakari? Er meint wohl das Durchqueren der Stromschnellen. Dann folgen wir ihm, kleiner Donner. Das wird nichts, nein. Ach, so überzeuge ich doch niemanden und schon gar nicht Mishipatschu. Wie sollen wir nur unseren Mut beweisen? Im Wettrennen haben wir keine Chance. Und wenn ich noch so schnell laufe, er wird uns immer abhängen, indem er das Gelände wechselt. Außerdem ist er ein guter Schwimmer. Ein fast unbesiegbarer Jäger. Ja. Und wenn wir scheitern, gibt es keinen heiligen Felsen, keinen Tanz des Luxes und keine Beute für die Jäger. Oh, großer Adler. Habe ich dich erschreckt, Yakari? Nein, nur ein bisschen überrascht. Jeder auf der Welt hat vor irgendetwas Angst. Du, kleiner Donner, und selbst Mishipatschu. Wirklich? Ja, sogar er. Großer Adler, warte! Wieso hat großer Adler mir von der Angst des großen Luxes erzählt? Was war das? Warte hier, ich sehe nach. Mishipatschu, sag es mir. Wir nehmen die Spur morgen auf. Da, das sind seine Kratzspuren. Hier oben sind auch welche. Los, folgen wir der Fährte des Luxes. Da müssen wir hochkommen. Nur Mut, kleiner Donner.
Das Gewitter macht alles noch schwieriger. Das ist das letzte Hindernis. Wenn wir das überwinden, haben wir Mishipatsu unseren Mut bewiesen. Jetzt verstehe ich, was Großer Adler meinte. Mishipatsu hat Angst vor Feuer. Los, schnell! Er ist nicht der Einzige, der Angst vor Feuer hat, Yakari. Ganz ruhig. Yakari, du hast deinen Mut bewiesen und mich vor meinem größten Feind beschützt, dem Feuer. Folge mir. Danke, Yakari, denn durch deinen Mut kann der Stamm weiterleben. Nun trete zurück für den Tanz zu Ehren des großen Luchses. Wir bitten dich, Mishipatsu, Geist des großen Luchses, gewähre uns reiche Beute bei der Jagd. Legende vom Weißen Raben. Guten Morgen, kleiner Donner. Hast du gut geschlafen? Ja, würde mir gern die Hufe ein bisschen vertreten. Meine Beeren. Wer hat all die Beeren aufgegessen? Was ist denn passiert, Mutter? Fast alle roten Beeren, die wir Squaws trocknen lassen wollten, sind verschwunden. Eindeutig, das sind die Raben gewesen. Schrecklich, diese Raben. Was sollen wir jetzt tun? Wir können die Stachelschweinstacheln nicht mehr so schön rot färben, wie wir wollten, um die Kleider zu verzieren. Sehr eigenartig. Eigentlich halten sich die Raben vom Dorf fern. Sie sind unberechenbar, Yakari. Wie einst der große weiße Rabe. Der große weiße Rabe? Kennst du seine Geschichte nicht? Hier lebte vor vielen Monden mal ein Rabe, ganz groß und weiß. Sein Gefieder war weiß wie frischer Schnee. Die anderen Raben und alle Tiere achteten ihn wegen seiner Schönheit und seiner Güte. Er war der Freund der Büffel und warnte sie, wenn die Jäger kamen, indem er sich auf ihre Hörner setzte. Vom Hunger getrieben, gelang es den Jägern schließlich, den weißen Raben zu fangen. Sie banden ihn an einen Pfahl, um ihn daran zu hindern, die Büffel weiterhin zu warnen. Doch der Blitz schlug in den Pfahl ein und verbrannte den Strick, mit dem der große weiße Rabe festgebunden war. So war er wieder frei, aber der Rauch färbte all seine Federn schwarz. Seitdem versuchen die Sioux nicht mehr, Raben zu halten und zu zähmen. Diesen Vogel hätte ich sehr gerne kennengelernt. Er war bestimmt ein beeindruckendes Wesen. Hörst du das? Klingt, als wären Krikrak und seine Freunde hier. Das sind ja viele, doch ich sehe Krikrak nicht. Guten Tag, ihr Raben. Seid ihr neu hier? Der spricht ja wie wir. Wer ist denn dieser kleine Mensch? Hey, die Beere da ist meine gewesen. Wieso deine und nicht meine? Habt ihr alle Beeren im Dorf aufgefressen? Tja, man hat doch nie seine Ruhe. Los, Freunde, wir futtern woanders weiter. Schnell, hinterher. Die sind schneller als wir. Los, komm schon, hol sie dir. Worauf wartest du noch? Lass es doch endlich sein. Hoppla. Meine Pflaume. Mit Essen spielt man doch nicht. Halt. Ihr seid gemein. Hört auf damit. Yakari. Wir reiten schon die ganze Zeit im Kreis. Sie sind verschwunden. Das ist tapferes Herz. Fragen wir ihn.
Die Geweihe der Wapiti sind keine Schlangen für Raben, Krikak. Euch fehlt der Respekt. Hey, damit habe ich nichts zu tun. Diese ganze Bande ist völlig neu hier im Wald, mein Ehrenwort. Es sind Raben wie du, also musst du mit ihnen reden, Krikak. Er hat recht. Und sag ihnen bitte auch, sie sollen besser aufpassen, wo sie hinfliegen. Hallo, Krikak. Diese Störenfriede gehen ja anscheinend allen auf die Nerven. Du sagst es und sie hören auch auf niemanden. Aber alle Tiere hier denken, sie wären meine Freunde. Du müsstest der große weiße Rabe sein, dann würden sie auf dich hören. Das wäre toll. Ja, dann würden sie mich bewundern, aber mit den Federn? Wenn es nur um die Farbe geht, hätte ich vielleicht eine Idee, wie die Raben dir gehorchen. Schnell, komm mit! Und ihr meint wirklich, das ist nicht gefährlich? Das ist nur Kreide. Damit bemalen die Menschen ihre Haut. Es soll ja auch nur sein, bis du diese Raben weggeschickt hast. Danach waschen wir die Farbe ab. Oder magst du deine Freunde lieber hier behalten? Aber das sind nicht meine Freunde. Na und? Wie sehe ich so aus? Welche Ehre, großer weißer Rabe. Ich grüße dich. Oh, ihr hattet wirklich recht. Ich sehe in der Tat imponierend aus. Da werden jetzt aber einige sehr staunen. Na dann, was ist? Wollt ihr euch denn nicht alle vor dem großen weißen Raben verneigen? Er ist zurückgekehrt, der große weiße Rabe. Ich kann es gar nicht glauben. Dann ist er also keine Legende. Oh, großer weißer Rabe, sprich zu uns. Wir hören auf dich. Tut ihr das? Oh ja, großer weißer Rabe, flieg voran und wir folgen dir überall hin. Wirklich? Sehr gut. Das wurde ja auch Zeit. Kommt mit und folgt mir alle. Dieser ärmliche Flecken hier gefällt uns nicht. Ich kenne eine viel fruchtbarere Gegend jenseits der großen Berge. Jawohl, großer weißer Rabe. Fliege voran und wir folgen dir. Wer hätte gedacht, dass sich dieser Respekt so gut anfühlt? Unser Plan geht auf. Sie folgen, Krikrak. Hey, aber nein, ich träume. Die lose heiße Rabe, der große weiße Rabe. Was? Die sind ja alle noch hier. Also das gefällt mir nicht. Was ist los, Wapitis? Wollt ihr euren Anführer gar nicht verteidigen? Das soll euch eine Lehre sein, Wapitis. Jetzt seht ihr, was mit denen passiert, die den großen weißen Raben nicht respektieren. Hör sofort auf damit! So war das nicht abgemacht, Krikrak. Du solltest sie doch in die Berge schicken. Ach ja, wirklich? Hatten wir das gesagt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Na, sowas. Dein Wort ist wirklich überhaupt nichts wert, Krikrak. Spaß auf! Los, auf ihn! Hey, aufhören! Kommst du nicht hinterher, kleiner Mensch? Kinder können einem ja wirklich auf die Nerven gehen. Machen wir lieber ein kleines Nickerchen am Wasserufer da hinten. Mach's gut, kleiner Mensch! Hey, weißer Rabe, warte doch mal! Könnte ich nicht dein Freund sein, du großer weißer Rabe? Mit ihm an der Spitze sind sie ja noch unangenehmer als vorher. Stiller Fels hatte recht. Raben lassen sich einfach nichts sagen. Ja, genau. Krikrak muss wieder schwarz werden. Genau wie der große weiße Rabe in der Geschichte. Ja, wir müssen ihn nur erwischen. Krikrak ist immer sehr listig, aber die Angeberei ist seine Schwäche. Ich hab 'ne Idee. Was? Sandige Stirn? Was machst du hier im Wald? Wieso bist du nicht in der Prärie? Als ich erfuhr, dass du wieder da bist, oh großer weißer Rabe, eilte ich gleich hierher und da bin ich. Bitte, willst du nicht wieder auf einem meiner Hörner thronen? So wie es einst war? Wie war was? Der Anführer der gewaltigsten Lebewesen der ganzen Prärie soll nicht mehr gut genug für dich sein? Na gut, wenn du es unbedingt willst, gern. Ja, staunt nur alle. Der große weiße Rabe hat ein angemessenes Reittier, das seinem Rang entspricht. Hm?
So ein Angeber. Du hattest recht. Ja, ich weiß. Es schmeichelt ihm zu sehr. Aber wo bringst du mich hin, sandige Stirn? Zu meiner Herde natürlich. Sämtliche Bisons warten schon sehr darauf, dir endlich zu huldigen. Wenn sie meinen. Nur beeil dich ein bisschen. Ich habe schließlich noch viele andere Sachen vor. Hey, hey, nicht so schnell, sandige Stirn. Ist denn nun deine Bisonherde, sandige Stirn? Dieses Geschaukel dauert ja ewig. Wir sind fast bei ihnen, oh großer weißer Hüter. Sie kommen! Na, Krickrack, ist das erfrischend? Ihr werdet doch nicht zulassen, dass dieses Kind sich über mich lustig macht. Den großen weißen Raben, auf ihn! Wird's bald! Hey, hey, hey! Was ist denn? Was hab ich gesagt? Krick-Krack, du bist das? Meine Federn, meine schönen weißen Federn. Du hast uns alle an der Nase herumgeführt. Wartet, hört mir zu. Es war meine Idee, ihn mit Kreide zu färben, um euch dadurch aus dem Wald wegzulocken. Das hätte nicht sein müssen, würdet ihr mehr Respekt gegenüber anderen zeigen. Na bitte, wenn ich hier nicht mehr gebraucht werde. Yakari kann euch das alles viel besser erklären. Ich verschwinde dann mal. Den schnappen wir uns. Los! Jetzt reicht es aber mal. Hört auf. Lasst Krickrack in Ruhe. Ach ja? Und aus welchem Grund sollten wir wohl auf dich hören? Wenn ihr meinen Stamm oder die Tiere des Waldes weiter ärgert, werde ich allen erzählen, wie Krickrack euch reingelegt hat und alle werden euch auslachen. Ach nein, das ist nicht nötig, kleiner Mensch. Das war doch alles nur Spaß. Hier gibt's eh nichts mehr zu futtern. Großartig. Da sind so schöne, saftige, leckere Früchte, wo Krickrack euch hinführen sollte. Ich zeige sie euch. Danke für alles, sandige Stirn. Du hattest recht, Yakari, so viele Beeren und Früchte. Nein, ist das wahr? Der große weiße Rabe war hier? Ja, ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Ich auch. Ich habe sogar vor Schreck alle Eicheln fallen lassen. Nein, das ist ja nicht zu fassen. Ich habe immer gedacht, es wäre nur eine Legende. Na, und stimmt es? Ist er wirklich so groß und schön? Er kann es einfach nicht lassen. Was soll man da machen? Krickrack ist ein Rabe und die sind nun mal eigensinnig. Das wird sich nie ändern.